Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's Matondo. Ich bin gerade hier mit Movie Arts und wir warten gerade im. Wo sind wir? Yeah, wir sind gerade im Tempelhof. Wir warten auf Hayat. Er verspätet sich mal wieder. Wann kommt die U-Bahn? Lass mal rüberlaufen, Bruder. 2 Minuten kommt die U-Bahn. Also würde ich mal sagen, bis gleich. Peace. Yo, wir warten auf Hayat. Ich glaube, da kommt er auch schon. Guck mal, ey. Leute, Movie Arts nach vorne. Auf jeden Fall krasse Aktion von ihm. Er ist ein bisschen krank und nimmt uns trotzdem auf, Alter. Dankeschön, Movie Arts schon mal. Wird das später sehen. Killer-Aktion auf jeden Fall. Das sind Tempelhofer Jungs. Ali Pekre Films auch spontan einfach hierher gekommen. So muss das sein, Alter. Dank euch. Yo, was geht ab, Leute? Wir sind gerade hier am Bose Park in Berlin Tempelhof. Guck mal, da hinten dieser Spielplatz. Alte Zeiten, Dicker, ja, da sind wir mal rumgesprungen, sind Fußball gespielt, alles Mögliche. Und ja, man, jetzt wird die erste Szene gedreht, ne? Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Hayat Hartzimmer, ihr wisst Bescheid, der 13-jährige Double-Time-Rapper. Auf jeden Fall, wir sind gerade in Berlin Tempelhof. Wir drehen jetzt die erste Szene zu unserem nächsten Video, was am Freitag erscheinen wird. Ihr wisst Bescheid, das wird ein Kracher. Und ja, das ist das Making-of. Hayat und Matondo sind back hinter der Kamera. Ali Pekker, Chan Chibbel präsentiert. Ihr wisst Bescheid. Peace. Man muss auch ein bisschen Haare sehen, sonst ist das aus dem Ding Hipster. Dicker, jawohl, Dicker! Stabil! Die Paparazzi hinterm Rücken, Bruder! Auf alle 5, pass auf, Kamera, gefährlich! Ich ermorde Hayat, ja? Bruder, wir können überall drehen, das ist kein Problem. Deswegen, die Leute wollen nur Hayat und Matondo sehen. Ja, oh, der war gut. Bruder, wir können überall drehen, das ist kein Problem. Die Leute wollen nur Hayat und Matondo sehen. Mach mal ein A Cappella, ja? Ein A Cappella? Nein, kein Freestyle. Ich bin da, harte Dema, 13 Jahre, aber bald ist da. Voll motiviert, meine Leute sind Thema, was willst du von mir? Ich lade nach, Rapper reden übers Business, ich geh noch zur Schule. Meine ganzen Lehrer wissen nicht, wie sehr ich sie verfluche. Doch mein Double Time hab ich nur ausgepackt, damals habt ihr mich immer ausgelacht. Mit dem Zerstörer diesen Track gemacht, über Echo Phrase einen Channel rausgebracht. Bin der Typ, der bei Rap keine Pause macht, an die Hater und Neider draufgekackt. Ja, was soll ich tun, denn ich krieg der Boom und ich bang deine Crew wie die Faust zum Takt. Ich rede, erwähne, bewege die Szene, berede die Pläne, erlebe vom Wege vergeben, ich strebe nach Segen im Leben, es gibt nur eine Regel, wir geben und nehmen. Ich kenne deine Stars, deine Welt ist am Arsch, mein Name Hayat und ich rap nur Spaß und wir geben das Gas, komm mal lebe die Bass, immer mein Sound oder mein Flow, das war's. Ich schreibe die Texte, werde der Beste, alle meine Freunde wissen es, Deutschland, willst du jetzt mal checken, was du in mich steckst? Alle deine Freunde wollen immer wieder rappen, aber keine deine Motherfucker, Rapper kommen immer wieder, ich bin dieser anormale Rapper und ich rette bei den Zellen, Motherfucker, denn ich bin King. Jetzt sag nochmal, dass Fake ist.
spuckt einfach nicht so viel. Du bist ein Mensch und kein Tier. Wenn man so ein Ding Schleim im Hals hat, ist okay. Was hab ich denn? Ich bin auch krank, Video. Ja, und trotzdem bin ich für die da. Das ist auch gerade Movie-Arzt. Ja. Movie-Arzt, ja. Movie-Arzt, Kämpferherz hier. Trotz Krankheit. Movie-Arzt, tschüss, morgen zum Arzt. Denn ich bin krank. Movie-Arzt. Vielleicht deine Seite, ja. Auf jeden Fall, Movie-Arzt, abchecken und Alipäckchen filmen. Tschau, was sagst du? Warte, ich schau mal kurz. Guck mal, wie das aussieht. Ja, ist gut. Sieht schön aus? Ja, super. Leute, wir drehen gerade. Was? Bin's auf, ne? Ja, ist schon auf. Warte, zeig mal kurz. Hayats Takes sind fertig geworden, super geworden. Der Junge hat sich wieder eingekriegt. Jetzt drehen wir nochmal mein Take. Das ist Alipäcke. Ja, Mann, was ist denn los? So, Leute. Mit meiner Kamera und ich mit seiner. Ja, Mann, kurz getauscht. Verkehrte Welt, ja. Ja. Hier der freche Hayat. Ich bin 16. Bei dir dann kann man das nicht erklären, dein Freund. Ja, aber es ist lustig, ich lache. Leute, was geht ab? Wir sind fertig mit dem Videodreh. Der Hayat ist zu Hause. Er ist nach Hause gegangen, weil er Training hat. Ich war kurz mit den Jungs was essen. Hier bei Bande im schönen Alt-Tempelhof. Unser Kiez hier. So sieht's aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das offizielle Video natürlich. Ihr habt es ja schon gesehen. Es ist am Valentinstag rausgekommen. Und somit grüße ich auch nochmal Echo, der das aufgenommen hat. Falls ihr gute Aufnahmen braucht, meldet euch bei ihm. Echo im Joshbun. Guter Junge, Dankeschön nochmal an Movie Arts, Dankeschön an Ali Packet Films. Das war's von uns, Hayat und Matondo. Ein Gruß an alle Fans. Warum wohl? Nimmst du gerade auf? Ja. Warum wohl? Sieht die bald. In ein paar Sekunden. Man macht gerade ein paar Einstellungen. Ali Abi, ich möchte einen Kick machen. Ja, ey, Dings, für die, die noch nicht wissen, Hayat macht Taekwondo, wisst ihr was? Kann er mich beschützen? Aber ich Stress habe? Ich kann dich beschützen, Bruder. Aber ich habe jetzt Jeanshose an. Ich kann nicht so hochkicken. Ein klein? Ja, irgendwas. Oder habe ich oder so. Gerissen, Walla. Ich habe auch gedacht. Diese Dings. Dicker, guck mal, das geht hier unten durch, Dicker. Hier, guck mal hier. Mit Nähmaschinen, Dicker, das geht. Das macht mich Dicker, guck das mal an, willst du mich verarschen? Das sind Profis, Dicker. Dicker, mach doch Walla, Dicker, so, dann mach ich dir auch. Ritz dich noch. Junge. Dicker, du weißt nicht, wie ich das aussieht. Aufnehmen. Schnur noch auf. Matone macht gerade den Schnursenkel zu. Ja, voll. Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Hayat, hart zu dem Ei, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ich bin gerade mit Matondo, meinem Bruder, hier in Berlin Tempelhof. Wir drehen jetzt die erste Szene zu, zu dem kommenden Video, das am Freitag erscheinen wird. Und warum lacht die Jungs? Hab ich das falsch gesagt? Ja! Ich dachte, kommendes! Jo, Leute, ich grüße nochmal ein paar Leute. Die Melissa Shahi, ein sehr treuer Fan. Mickey Mouse grüße ich auch auf jeden Fall. Dann grüße ich noch meine Jungs aus dem Fußballinternat in Schlotheim. Ihr wisst Bescheid, ich liebe euch, meine Brüder. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ganz Berlin grüße ich auch nochmal. Peace, das war's.